Verhaftungswelle nach diesem gescheiterten Putschversuch losgegangen sind. Inzwischen sind 6.000 verhaftet worden, darunter 2.700 Richter. Mhm. Warum unterstützen Sie das mit Demonstrationen? Das ist jetzt sehr interessant, weil das, was passiert ist, war ein Putschversuch, nicht gegen die Regierung, sondern gegen die gesamte Demokratie. Und so sollte das auch in einem demokratischen Land wie Österreich gesehen werden. Es wurden Kampfflugzeuge eingesetzt, um das Parlament zu bombardieren. Aber das, was schön war gestern, ist, dass sich die Opposition, die Regierung, die Leute, die NGOs und auch die oppositionellen Medien zusammengeschlossen haben, um gegen diesen Putsch zu stehen. Und wir haben nichts anderes gemacht, als diese Putschisten unseren Widerstand kundzutun. Und da, das eine hat mit dem anderen sehr wenig zu tun. Es geht hier nicht um Erdogan, das haben sie anscheinend noch immer nicht begriffen, weil sie selber polarisiert aus ihrem Status nicht mehr sehen, als was sie möchten, Herr Pilz. Es geht hier um eine Demokratiebewegung, das türkische Volk gegen eine Militärdiktatur angeführt hat, mit bloßen Händen gegen Panzer und gegen Kampfflugzeuge marschiert sind, um am nächsten Tag nicht gegen eine Militärdiktatur, in einer Militärdiktatur aufzuwachen. Und diesen Unterschied tun sich Leute schwer, die einem Erdogan unterliegen. Das heißt, alles von einer Erdogan-Paranoia aussehen. Und sie verpassen eine epische Sache, die das türkische Volk gestern gemacht hat gegen das Militär im Namen der Demokratie. Als Vertreter eines demokratischen Systems. Was wäre mit den 3 Millionen Flüchtlingen, die in der Türkei jetzt passiert, wären die dann noch immer dort gewesen? Oder hätten die Putschisten, die stark durchaus vermutbar nationalistischere Tendenzen aufweisen, die nicht Richtung Europa gelassen? Wieso können europäische Nationalratsabgeordnete so unverantwortungslos gegen jemanden reden, der bisher die Probleme eigentlich von Europa nicht wegen Europa, sondern wegen der Menschenwürde ferngehalten hat? Wie kann man nur von einem hohen Ross aus reden, während Europa die Flüchtlinge im Mittelmeer hat versinken lassen, dass man die Menschenrechte und die Demokratie vorbildlich hier lebt? Nachdem diese Krise losgegangen ist und die Flüchtlinge vor den Grenzen in Griechenland gestanden sind, hat man Menschenrechtskonvention vergessen. Man hat vergessen, was das Flüchtlingsabkommen in Genf zu bedeuten hat. Alle Abkommen, das Schengen-Abkommen, das ist sogar dann nicht mehr relevant gewesen. Das heißt, diese hohe Wertegemeinschaft, die gibt es nicht. Das ist eine pragmatische Wertegemeinschaft, die auf ihren eigenen Nutzen fokussiert ist. Und das sage ich als Österreicher und als Europäer. Und das ist, da finde ich schade, dass man hier von seinem hohen Ross aus sagt, wer von der türkischen Regierung zu wem ist. Herr Nationalratsabgeordneter, dann bringen Sie doch bitte einen Antrag ein, dass ab sofort die österreichische Bevölkerung die türkische Regierung ist. Die Türken haben diese Partei gewählt und die Opposition und die Türken haben sich gegen eine Militärdiktatur gestellt. Es ging hier nicht einmal um Erdogan. Erdogan wäschen können Sie jeden Tag, das tun Sie auch jeden Tag. Lassen Sie keine Gelegenheit aus. Aber heute geht es nicht um Erdogan, nicht um die AKP-Partei. Heute geht es um den Kampf der Demokratie, von dem wir sehr viel lernen zu haben. Dieser Kampf ist... Ich habe noch zwei kurze Fragen. Ich will in Österreich keine türkischen Verhältnisse. Und dem werden wir mit allen Mitteln entgegentreten. Da würde ich sehr gerne anschließen, berufen. Weil Sie gesagt haben, keine Probleme aus der Türkei nach Österreich holen, dann würde ich Sie doch bitten, Ihre Parteikollegen die Leviten vorzulesen, wenn Sie eine PKK-Propaganda in Österreich machen, wenn Sie PKK-Stände befürworten, wenn Sie die Lobbyarbeit einer terroristischen Organisation, die international auch so als solches anerkannt ist, deren Lobbyarbeit offenkundig vor österreichischem Publikum unverschollen, einfach zum Beispiel die Freilassung Öcalans oder die Streichung der PKK von der Terrorliste offenkundig verlangen. Ich würde diese Leute auch an den Pranger nehmen, weil diese Aktionen beleidigen sehr viele Osttürken oder Österreicher mit türkischem Migrationshintergrund. Und das ist diese Doppelmoral, die es zu bekämpfen gibt. Denn das eine führt zum anderen. Damit sind wir in Österreich. Dann werden wir das so behandeln, wie das in jedem Rechtsstaat üblich ist. Dann wird die Polizei, sich das genau anschauen. Nein, wir werden uns vom Verfassungsschutz genau berichten lassen, was Sie und Ihre nahestehenden Organisationen damit zu tun haben. Und dann die Löbelstraße, das ist da, wo die Demonstration begonnen hat. Das heißt, es war durchaus noch ganz lange, bevor sich irgendjemand abgesetzt hat von der Demo, sondern da, wo sie begonnen hat. Dieser Wolfsgruß steht für eine derzeit legitime Partei in der Türkei, die patriotischere Ansätze hat. Er hat nichts mit der UETD zu tun und nichts mit unserer Ideologie. Nur,
wenn man sich über solche nationalistische Sachen aufregt, dann muss man sich, damit man keine Doppelmoral und Doppelzüngigkeit walten lässt, genauso auch über Abzeichen der terroristischen Organisationen aufregen. Weil sonst importieren sie solche chronischen Probleme nach Österreich und nehmen Gefahrpotenzial absichtlich und bewusst auf. Und das als Mitglied eines Sicherheitsrates. Ich sage Ihnen eines, wir werden diese Probleme. Was steckt hinter diesen Erdogan-Mobilisierungen? Was steckt da dahinter? Am Geld, am türkischen Regierungseinfluss, was ist mit den Moscheevereinen, was ist mit den Organisationen, die eng mit der türkischen Religionsbehörde des türkischen Staates zusammenarbeiten. In der von Freitag auf Samstag in der Nacht waren sehr, sehr schnell 4000 Menschen mit sehr, sehr vielen türkischen Fahnen auf der Straße. Ja. Was steckt da dahinter? Es steckt ein Solidaritätsbekenntnis zu den Antiputschisten, die in der Türkei ihr Leben und Hab und Gut riskiert haben, um die Demokratie aufrechtzuerhalten dahinter. Was anderes, um dahinter zu suchen, ist nichts anderes als tendenziös zu berichten, und zwar über gegen den Islam, gegen Moscheeverbände, gegen Leute, die aus der türkischen Community sich in NGOs zusammengetan haben, um dann noch mehr Segregation in diese Bevölkerungsgruppen hineinzubringen. Ja. Mit diesem Verfassungsschutzbericht, den Sie sich genauer ansehen wollten. Schauen Sie sich bitte an, auf der Seite 41, 2013, Verfassungsschutzbericht, steht ganz genau, dass die PKK lediglich oder maximal 10% der kurdischen Bevölkerung vertritt. Wenn man die Begriffe in Österreich nicht richtig setzt und PKK wiedermals mit Kurden gleichsetzt, ja, dann kommen solche Zwistigkeiten. Weil der Herr Pilz hat es schon gesagt. Sie haben in Ihren Reihen Leute, die offenkundig, es ist ein ernstes Anliegen, die offenkundig, ja, zum Beispiel die Frau Aslan, ja, die offenkundig eine Propaganda, die Sie mir unterstellt haben, für die der PKK machen und somit ihre Partei unwählbar machen für die Austertürken, die in Österreich ein Anliegen daran haben, dass hier Frieden in Österreich ist. Ich gebe Ihnen einen gut gemeinten Tipp. Schauen Sie sich das bitte nicht aus Ihren eigenen Reihen aus an. Setzen Sie sich mit Vertretern, das müssen nicht wir sein, setzen Sie sich mit Vertretern der türkisch-austertürkischen Community, muslimischen Community, und haben Sie ein aufrichtig offenes Ohr für die Probleme dieser Gemeinschaft. Denn Integration erfolgt nicht von Ihrem Schreibtisch aus, sondern da müssen Sie beidseitig Hand in Hand mit